So. Dann nehmen wir wieder die Abkürzung. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Danke. Wir haben eine Schaufel. Wir haben eine Hacke. Na komm schon. Für den Kusch. Kusch. Das wollte ich natürlich. Genau. So, hätten wir das. Gut, das Kupfer müsste durch sein. Denn ich brauche einen Eimer und ich hoffe, das geht mit Kupfer auch. Ich bin schon wieder am Verhungern, also es wird wirklich Zeit, dass unser Garten was wird. Oh. So, sehen wir mal. Nein! Waterbucket geht natürlich nur aus. Okay. Aus Eisen. Gut, dass wir Eisen haben. Ja, ich weiß, dass ich am Verhungern bin. Danke. Geh weg. Geh weg. Nehmen wir das als Boden oder... Nee, ich hätte gesagt, auf diese Höhe setzen wir unser Haus auf. So, haben wir in der Zwischenzeit drei, ja sogar vier. Sehr schön. Eigentlich. Danke. Einen hätte ich noch gern. In der Zwischenzeit können wir uns wieder eine Notration einpfeifen. Nein, den Apfel will ich nicht. Das Korn will ich und den Whey will ich. So, danke. In der Zwischenzeit, danke. Reicht's dafür auch? Zwei Eimerchen. Oh, nee. Das war zu weit. Wir haben ja da auch Wasser. Einmal. Zweimal. Habe ich das? Ich bin nur schlicht und ergreifend zu doof. Okay. Hier Wasser und hier Wasser und hier Wasser und hier Wasser irgendwo passt. Alles bewässert. Dürfen wir dann natürlich nicht mehr. Geh weg.
hier. Cool, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. So. Das heißt aber, ich brauche hier diesen, damit ich da links, rechts rüber komme. Sehr schön, wir haben noch 8 Fackeln. Eben. 4, 5, 6. Wieso treibe ich hier ab? Ne, ich war nur auf der Taste. Okay, sorry, mein Fehler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Gut. Das müssen wir dann. Die Kohle würde ich gern mitnehmen, danke. Und hier und 1 Luft. Ja. So. Und geh weg. Hier und hier. So, und dann muss ich jetzt mal überlegen. Die Eimer kommen mal weg, die Gates kommen weg, die Erde kommt ganz nach hinten. Jo. Was bist du denn? Peony, okay. Da hängt ein Zapfen dran, da ist noch mehr Wasser. Also mehr Wasser, nicht mehr Wasser. Denn eigentlich würde ich die Gardens gern sich etwas vermehren lassen. Wobei, wo ich schon mal zwei habe, die kann mehr als zwei habe, die kann ich ja nehmen. Ach. Am Anfang wird einfach mal alles eingepflanzt, was wir haben. Es geht nur darum, dass wir was zu essen kriegen. Außer ich würde jetzt wirklich Sachen finden, die ich ganz dringend brauche. Zum Beispiel Soja! Yes, baby! Dann wird dieses Feld hier mal komplett Soja. So, Tomate, Tomate, Chili. Klappe zu. Passt. Das heißt, ich habe eigentlich... Oh. Ich bin so schwach. So. Dann haben wir hiervon noch 3. 3 nehmen wir gleich mit. Okay. Zap. Zap. So, und das muss dann auch schon einstweilen mal reichen. Gut. Was ich jetzt brauche, ist eine neue Ho, Ho, Ho und eine neue Axt. Wobei, für die Axt brauche ich 3 Eisen. Dann fehlt uns noch die Axt. Oh, noch 2 Kohle.
Da haben wir nämlich Refined Iron. Kostet zwar ein wenig Kohle, bringt uns aber den Vorteil, dass wir, dass sich die Axt nicht so schnell abnutzt. So, Schlückchen Kaffee genossen. Die Buckets können mal weg. Iron Axe Refined. Ja, und dann werden wir uns eh schon ins Bettchen begeben. Nein, eigentlich wollte ich sagen, dann werden wir uns mal aufmachen müssen auf eine erste Peaceful-Höhlentour. Wie ich schon gesagt habe, die Bäume hier werde ich aber nicht abreißen. So. Als erstes Lebensmittel. So. Hier mal etwas. Wie viele Plätze habe ich denn hier? 1, 2, 3, 4, 5. 4 habe ich. 5. Passt. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. So. Dann wollen wir mal diese Birke hier entfernen. Denn die nehmen wir für Stickies. So, was habe ich denn jetzt hier noch zu futtern? Ach Gott. Gut. Ich hätte eigentlich noch einen Berry Garden und ich habe noch. Genau. Woher wusstest du, dass ich das will? Danke. So. Zap, zap. So, dann machen wir hier gleich mal zu. Na komm schon, auch wenn ich zu nah dran stehe, der darf wieder weg. Hier machen wir noch einen Übergang, das sollte noch funktionieren. Werden wir diese Erde durch gedüngte Erde ersetzen müssen. Denn jedes Mal, wenn wir hier auf dieser Erde springen, wahrscheinlich wisst ihr das eh, aber ich erzähle es trotzdem, wandelt sie sich wieder um in normale Erde und statt unserer Pflanzen, die wir, oder statt unseres Gemüses, das wir angepflanzt haben, erhalten wir dann fröhlicherweise nur mehr Gras. Und das wollen wir nicht. So. Alles, was wächst, einpflanzen. Einstweilen mal. So, Erdbeere haben wir noch. Na, komm schon. Brav. Gut. Wir brauchen jetzt nämlich irgendwann dann mal einen Lebensmittelvorrat, wenn wir echt in eine Höhle gehen wollen. Das werden wir so nicht schaffen. Oder zumindest werden wir es nicht lange überleben. Damit uns da nicht nichts nachwächst. Das passt. Ach so, ja, Kohle haben wir hier. Ups. Da wollen wir nicht mehr reinfallen. Ah, nett. Ah,